Freitag, 31. Oktober 2014, 7 Uhr, kurz hinter Mesendorf. Auf dem wieder aufgebauten Teilstück des Prignitzer Schmalspurnetzes ist ein Fotozug unterwegs. Für Film- und Fotofreunde arrangierte der Verein Prignitzer Kleinbahnmuseum Lindenberg e.V. am Reformationstag dampfgeführte GMPs und Güterzüge, wie sie in den 60er Jahren hier gefahren sein könnten. Der morgendliche GMP nach Lindenberg führt am Ende einen Milchkühlwagen mit, der in Brünkendorf mit Milchkannen aus einem Robur LD beladen wird. Nach Beendigung des Ladegeschäftes kann es weitergehen. Seit der Einführung des Rollwagenverkehrs durch die DR in den 50er Jahren führten die Züge meist einen der vier aus offenen Drehgestellwagen umgebauten Stangenwagen mit Ausrüstung zum Transport von Kuppelstangen mit, wie wir ihn hier hinter der Lok sehen. Nach dem bei leichtem Regen stattfindenden Rangiergeschäft ist die 99-4511 wenig später mit einem umgebildeten Zug wieder bereit zur Rückfahrt. Thank you.
Die 1966 unter dem Deckmantel einer Zwischenuntersuchung völlig neu konstruierte CN2T-Lok war von Januar 67 bis zur endgültigen Einstellung der Strecken auf dem Prignitzer Netz beheimatet. Sie überlebte nach Verkauf in die Bundesrepublik als Denkmal beim Holiday Park in Hasloch und wurde von der IG Preßnitztalbahn 2002 wieder in Betrieb genommen. Mit ihrem Leistungsspektrum von etwa 80 bis 100 PS war und ist sie das ideale Triebfahrzeug auf der steigungsreichsten Strecke des Netzes. Nach Ankunft in Lesendorf muss zunächst der Aschkasten entleert und Wasser genommen werden, bevor es wieder auf die Strecke gehen kann. Heizer Philipp zeigt dabei vollen Einsatz. Philipp, bist du reis? Ja, ja, voll. 1,8 Kubikmeter fassen die Wasserkästen. Der Kohlevorrat reicht allerdings für einen weiteren Umlauf noch aus, sodass der Bunker vorerst unberührt bleiben kann. Hinter der Lok läuft diesmal der mit Stärkekartoffeln beladene OWW 975361, ein Original Prignitzer, der bei der Papierfabrik in Wielischtal überlebt hatte. Der Transport von Kartoffeln für den VEB Stärkefabrik Kyritz gehörte einst im Herbst zu den Hauptaufgaben der Prignitzer Kleinbahnen. Der dahinterlaufende GWW mit Handbremse war 1904 als Milchkühlwagen entstanden und wurde Anfang der 1960er Jahre zum Stückgutwagen umgebaut. Er diente zwischenzeitlich in Lindenberg als Lagerschuppen und konnte dank vollständiger Erhaltung inklusive der Achsen im Jahr 2000 wieder betriebsfähig aufgearbeitet werden. Zwischenzeitlich hat der Zug in Brückendorf noch einen Rungenwagen mit Kohleladung aufgenommen, der aus einer Serie von Ende der 1940er Jahre als Reparationsleistung für die Sowjetunion gebauten Wagen stammt. Thank you.
Dieser heutige Gepäckwagen wurde 1911 vom Düsseldorfer Hersteller Weyer ursprünglich als Packwagen mit Postabteil gebaut. Wieder wird in Lindenberg umfangreich rangiert, um den Film- und Fotofreunden auf der Rückfahrt weitere Motive bieten zu können. Dank Hochnebel konnte die Ausfahrt auch von der eigentlichen Schattenseite in Szene gesetzt werden. Bei der Passage des BÜ in Wettin sind die Wagen einmal in ihrer ganzen Filigranität zu bewundern. Der Kartoffelwagen blieb in Brünkendorf. Und schon kann Zugführer Sven die Gleissperre wieder schließen. Bei der Bergfahrt am Tüchener Weg kommt der Zug aus einem wahren Blättertunnel. In der Kurve vor Klenzenhof schien es so, als könne sich die Sonne doch noch durchsetzen. Die Einfahrt in den Bahnhof von Mesendorf verläuft durch einen langen Einschnitt. Nach mittlerweile 6 Stunden wurde es nun Zeit für eine Mittagspause.
der Pause wurde die vereinseigene Lok 99-46-44 fotogerecht vor den Zug rangiert. Sie ist leider nicht betriebsfähig, war aber von 1965 bis 67 in der Prignitz im Einsatz. Anschließend ging ein reiner Güterzug auf die Strecke. Außer mehreren geschlossenen Güterwagen kam dabei auch ein weiterer O-Wagen mit Kartoffeln zum Einsatz, der aus Österreich stammt. Als vorletzter Wagen läuft der Stückgutwagen mit Handbremse 97-51-76, der 1915 in Wismar hergestellt wurde. Während über Lindenberg Gänseschwärme ziehen, beginnt das Spiel der Zugumbildung von neuem. Im letzten Licht geht es dann vorbei am Einfahrsignal wieder zurück. Noch einmal wird in Brünkendorf rangiert. Während im Hintergrund die V10-102 steht, die bis 1993 bei der Maxhütte in Unterwellenborn im Einsatz war. Jetzt aber schnell weiter nach Mesendorf, der Feierabend naht.